hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Erzengel Michael, die dichte Welt der Dualität und Polarität meistern. Empfangen durch Ronna Wiesane, Botschaft für den Juli 2022. Übersetzt von Wolfgang. Geliebte Meister, eure Reise in die Dichte war ein ziemliches Abenteuer. Nach eurer Zeitrechnung hat sie sich über Milliarden von Jahren erstreckt. Wir haben euch erklärt, wie ihr immer tiefer in die große Leere und die Dunkelheit des Raums vorgedrungen seid und dabei geholfen habt, diese Leere mit Licht, Substanz, Textur und Formen zu füllen, die eure kühnsten Vorstellungen übertrafen. Und dann seid ihr nach dem göttlichen Plan in jede neue Realität eingetaucht, die ihr mitgestaltet habt, damit ihr die Schöpfung in ihren vielen großartigen und vielfältigen Formen erleben konntet. So begann die Manifestation fester Materie durch reine Gedanken, die aus dem Geist des höchsten Schöpfers, später aus dem Geist des Vater-Mutter-Gottes eines jeden Universums und schließlich durch eure eigenen Gedanken hervorgebracht wurden, als ihr euch immer weiter von der reinen Quelle der gesamten Schöpfung entfernt habt. Nachdem ihr in euer individualisiertes Bewusstsein gekommen seid und erkannt habt, dass ihr ein göttlicher Funke des höchsten Schöpfers, des Alles, was ist, seid, wusstet ihr, dass ihr prädestiniert seid, als Abgesandter des Lichts in die große, unmanifestierte Leere zu reisen, denn das war tief in eurer unsterblichen Seele und in eurem heiligen Herzzentrum verschlüsselt. Ihr und all die anderen erwachten Funken des göttlichen Bewusstseins seid dazu bestimmt, die ganze wundersame Vielfalt der Schöpfung für den Schöpfer, unserem Vater, Mutter Gott, und all die großen Lichtwesen zu erleben, die in den erhabenen Gefilden des Schöpferlichts verblieben sind. Wir sagen euch das, weil wir euch klar machen wollen, wie alt und komplex ihr seid. Ihr seid mit einer Fülle von Wissen und einer reichen, komplexen Abstammung in dieses Leben gekommen, die in eurer DNS, eurer Zellstruktur, eurem Mental- und Emotionalkörper sowie in eurem umfangreichen Chakrensystem des Bewusstseins verschlüsselt ist. Ihr fragt euch oft, warum die Mitglieder einer Familie so unterschiedlich sind, obwohl sie doch von denselben Eltern und derselben Abstammungslinie abstammen. Die Abstammung eurer irdischen Familie in diesem Leben ist nur ein winziger Teil eures riesigen und unbezahlbaren Erbes. Ihr habt euer Bewusstsein millionenfach getrennt oder euch selbst fragmentiert, um die große Vielfalt der Schöpfung zu erleben, und ihr habt euch auch mit vielen der vielen Facetten eurer selbst wiedervereint, öfter als ihr zählen könnt. Jedes Mal, wenn ihr das getan habt, habt ihr eurem Gedächtnis mehr komplexe Informationen und einzigartige Erfahrungen hinzugefügt. Je weiter ihr euch von der Vollkommenheit des höchsten Schöpfers entfernt habt und je tiefer ihr in die Multidimensionalität vorgedrungen seid, desto dichter und unvollkommener wurden eure Schöpfungen, denn ihr hattet weniger reine Lichtsubstanz, mit der ihr arbeiten konntet. Deshalb gibt es keine Schuld und es sollte keine Schuldgefühle und Versagensgefühle geben. Es war eine Lernerfahrung. Doch jetzt ist es an der Zeit, dass ihr eure Selbstbeherrschung zurückgewinnt und die Fähigkeit, Dinge von Schönheit und Harmonie in Übereinstimmung mit dem ursprünglichen göttlichen Plan zu schaffen. Jetzt, wo ihr wisst, dass ihr die Macht habt, einen unbegrenzten Vorrat des gesamten Spektrums
des Schöpferlichts anzuzapfen, die sogenannten diamantenen Partikel. Worauf wartet ihr noch? Die Ablehnung eures göttlichen Geburtsrechts ist eine Farce und euer höheres Selbst wird nicht nachlassen, euch zu helfen, zu erwachen und euer königliches Erbe einzufordern. Wir haben erklärt, wie das Spektrum von Licht und Schatten in diesem Universum geschaffen wurde, damit ihr Dualität und Polarität erleben könnt. In den höheren Dimensionen, die unserem Vater, Mutter, Gott und der großen Zentralsonne am nächsten sind, ist das Spektrum der Dualität sehr schmal. Es wurde jedoch mit jeder neuen Dimension breiter und ausgeprägter, bis es die maximale Dualität erreichte, die die Menschheit erleben sollte. Ihr wisst, dass es nicht vorgesehen oder beabsichtigt war, dass die Menschheit so tief in die Dualität und Polarität versinkt und dadurch so viel Schmerz und Leid verursacht. Die Zeit ist gekommen, die Verzerrungen und Exzesse der Vergangenheit wieder in Einklang zu bringen, und es ist unser größter Wunsch, euch dabei zu helfen, diesen Prozess mit Leichtigkeit und Anmut zu durchlaufen. Bitte hört auf unsere Worte. Ihr werdet nicht gerichtet und wurdet nie von irgendjemandem oder irgendeinem Wesen aus den unsichtbaren oder höheren Reichen gerichtet. Ihr richtet nur euch selbst. Nach den universellen Gesetzen von Ursache und Wirkung sind alle eure Gedanken, Absichten und Taten in eurem aurischen Feld und eurem Chakrensystem gespeichert. Ihr strahlt die dadurch entstandenen Schwingungsmuster aus, die in einem unendlichen Muster von euch ausgehen und in gleichen Frequenzen und Maßen zu euch zurückkehren. In der Vergangenheit dauerte es oft viele Leben, bis man die Belohnungen für positive, liebevolle Handlungen erntete oder die Bestrafungen für negative oder verletzende Handlungen erfuhr. Deshalb war es oft nicht offensichtlich, dass die Gerechten tatsächlich belohnt werden und auch die Ungerechten ihre gerechte Belohnung in gleicher Weise erhalten. Auch hier gilt, dass kein großes oder kleines Wesen Belohnungen oder Strafen verteilt. Die universellen Gesetze sind fest verankert und euer eigenes höheres Selbst überwacht euren Fortschritt oder dessen Fehlen, indem es entweder den Weg frei macht und euch mit großen und kleinen Wundern segnet, oder es stellt euch weitere Hindernisse in den Weg in der Hoffnung, dass ihr erwacht und in die Spirale des Aufstiegs einsteigt. Geliebte, zu viele von euch tragen große Lasten aus der Vergangenheit mit sich herum, Fehler, die ihr in diesem Leben gemacht habt, und auch viele aus vergangenen Konditionierungen und vergrabenen Erinnerungen an schmerzhafte Ereignisse oder Handlungen aus all euren früheren Leben. An diesen Erinnerungen festzuhalten oder die Lasten der Ungerechtigkeit zu tragen, dient euch nicht länger. Es ist an der Zeit, dass ihr uns erlaubt, euch dabei zu helfen, die schmerzhaften Erinnerungen der Vergangenheit zu heilen, genauso wie wir die Verzerrungen der Glaubensmuster des kollektiven Bewusstseins der dritten und vierten Dimension auflösen und diese Dimensionen in ihr ursprüngliches Spektrum der Dualität zurückbringen. Als ihr in die begrenzten, einschränkenden Bewusstseinsbereiche hinabgestiegen seid, wurden Membranen aus Licht um die vielen Stränge eurer DNS gelegt, sodass nur noch zwei Stränge zugänglich und aktiv waren. Membranen aus Licht wurden auch über euer Gedächtnis gelegt, ebenso wie über die Lichtpakete der Weisheit, die in eurer höheren Gehirnstruktur gespeichert sind. Ein Schleier wurde über euer Gedächtnis gelegt, sodass ihr euch in den meisten Fällen nicht an eure vergangenen Leben erinnern konntet, denn es wäre eine zu große Belastung, sich an all eure vergangenen Fehler und Unvollkommenheiten zu erinnern. Das war ein Akt der Barmherzigkeit, denn es war schon schwierig genug für euch,
euch eure Fehler und Fehleinschätzungen in diesem Leben zu verzeihen, ganz zu schweigen von all euren vergangenen Irrwegen. Diese einschränkenden Lichtmembranen lösen sich langsam auf, während ihr zu Gleichgewicht und Harmonie zurückkehrt und auf der Spirale des Aufstiegs und der Wiedervereinigung voranschreitet. Eine Lichtmembran wurde über das Portal auf der Rückseite eures Herzzentrums gelegt, bis es für euch an der Zeit war, eure Reise zurück in die höheren Dimensionen und die Reiche des Lichts zu beginnen. Doch ihr und nur ihr habt eine Schutzmembran über den vorderen Wirbel eures Herzzentrums gelegt, weil ihr so oft verletzt, enttäuscht und desillusioniert wurdet. Langsam, aber sicher habt ihr durch die Techniken, die wir euch gegeben haben, diese einschränkenden Membranen aufgelöst, sodass die Liebe, das Licht frei zu und von euch fließen kann, so wie es beabsichtigt war. Um Zugang zu den immer höheren Frequenzen des Lichts zu haben und sie auszustrahlen, müsst ihr in der Lage sein, diese fortgeschrittenen Schwingungsmuster in euer Wesen zu integrieren und sie in den Kern der Erde auszustrahlen und sie dann durch das Portal eures heiligen Herzens in der Welt hinaus zu projizieren. Sowohl von vorne als auch von hinten. Erinnert euch daran, dass wir euch gesagt haben, dass ihr, als ihr auf die Erde kamt, eine leuchtende, kristalline Lichtsäule wart. Als ihr langsam in die Dichte gesunken seid, habt ihr begonnen, ein Kreuz aus Materie zu errichten, das immer unhandlicher wurde, während sich euer Spektrum aus Licht und Schatten vergrößerte. Jetzt liebt ihr diese Fragmente, die ihr geschaffen habt, und bringt sie wieder ins Gleichgewicht und in die Harmonie, während ihr immer höhere Lichtfrequenzen anstrebt und anzapft. Ihr seid dabei, ein Kreuz aus Licht zu werden, Geliebte, während sich euer Wirbelsäulen-Chakra-System entzündet und ihr Liebe, Licht aus eurem heiligen Herzzentrum vor und hinter euch ausstrahlt. Wir haben euch immer wieder gesagt, heilt die Vergangenheit, schreibt eure Zukunft und lebt dann im Moment. Denn genau dieser Moment ist der Ruhepunkt oder das Kraftzentrum der Schöpfung. Warum begebt ihr euch nicht in das Zentrum dieser Spirale, in das Auge der Dualität und der Polarität, wo alles ruhig und friedlich ist und von reinem, reichem Schöpferlicht erfüllt wird, das nur darauf wartet, zu eurer Vision der Zukunft geformt zu werden? In diesem Moment, wenn ihr in euer heiliges Herzzentrum geht, könnt ihr die tiefe Liebe und das Mitgefühl unseres Vater-Mutter-Gottes und des höchsten Schöpfers erfahren. Und ihr werdet euch sicher bewusst, dass ihr ein geschätzter Sohn oder eine geschätzte Tochter auf einer wichtigen Mission seid, und nichts, was ihr sagt oder tut, kann diese Liebe schmälern. Erinnert euch daran, dass euer emotionaler, mentaler und ätherischer Körper durch das Geschenk der Vergebung geheilt und in die Ganzheit zurückverwandelt werden kann. Stellt euch vor einen Spiegel und schaut euch in die Augen und geht in eure Pyramide des Lichts und legt euch auf den Kristalltisch. Sagt zu euch selbst: Ich vergebe mir für jede Handlung, jeden Gedanken oder jede Tat, ob in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, in dieser oder einer anderen Realität, die nicht aus den Frequenzen der heiligen Liebe bestanden hat. Ich vergebe jedem, von dem ich das Gefühl habe, dass er mich in diesem oder einem anderen Leben ungerecht behandelt hat, und gebe ihm in einer Blase der Liebe alle negativen Erinnerungen, beeinträchtigten Energien und wahrscheinlichen Zukünfte zurück, die wir gemeinsam geschaffen haben. Ich bitte die Engel der Vergebung, alle Facetten meines Seins mit den Frequenzen der Liebe des Lichts zu durchdringen,
damit ich ein seelenfokussierter, herzzentrierter Lichtträger und Selbstmeister werden kann. Atmet tief durch, während ihr euch in euer heiliges Herzzentrum bewegt. Erlaubt der reinen Liebe, dem reinen Licht über euer höheres Selbst durch euch hindurch zu fließen. Spürt die Ausdehnung in eurem Herzzentrum, wenn dieses göttliche Elixier der Liebe in die Tiefen eures Seins eindringt. Die heilige Liebe ist es, die euch von den Fesseln befreit, die ihr um euch gewoben habt und die euch binden, einschränken und in karmische Interaktionen verstricken. Wenn ihr diese Liebe verweigert, verleugnet ihr euer Erbe und euer göttliches Geburtsrecht. Führt diese Übung so oft wie nötig durch, bis ihr das Gefühl habt, dass ihr die Wahrheit akzeptiert habt, dass ihr der Vergebung würdig seid. Die Selbstvergebung, die die Vergebung aller anderen erleichtert, ist ein wesentlicher Schritt im Prozess der Öffnung des Portals zu eurem Herzzentrum. Erinnert euch daran, dass das Portal zu eurem heiligen Herzen offen sein muss, damit ihr euch erfolgreich mit den höheren Facetten eurer Seelenfamilie verbinden könnt. Ihr müsst euch bemühen, in eurem eigenen Wesen wieder in Harmonie und Gleichgewicht zu kommen, um bereit zu sein, die aufregende Reise ins Einheitsbewusstsein zu beginnen. Eure schmerzhaften, unbefriedigenden irdischen Beziehungen sind das Ergebnis innerer Gefühle von Unwürdigkeit, Schuld, Versagensangst und Ablehnung. Der Kampf der Geschlechter ist in Wirklichkeit ein innerer Kampf mit sich selbst. Ihr projiziert eure Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte nach außen, in der Hoffnung, dass jemand anderes euch das geben kann, was euch im Inneren fehlt. Eure Beziehungen werden euch sicherlich die negativen Energien widerspiegeln, die ihr überwinden müsst, aber auch einige der positiven Eigenschaften, die ihr euch für euch wünscht. Beides kann schmerzhaft oder erfüllend sein, je nachdem, wie ihr das Spiel der dualen Beziehungen spielen wollt. Negative physische Beziehungen sind angstbasiert, starr, egozentrisch und einschränkend. Heilige Beziehungen basieren auf Liebe und sind von Spirit inspiriert. Sie ermöglichen es jeder Partei, die positiven Eigenschaften ihrer eigenen männlichen und weiblichen Natur zu integrieren und auszudrücken. Sie konzentrieren sich auf Ganzheit und Einheit, sind aber dennoch flexibel und erlauben die Freiheit des Ausdrucks. Wenn ihr euer Bewusstsein anhebt und zur inneren Harmonie zurückkehrt, strahlt ihr feinere Frequenzmuster aus und zieht daher diejenigen an, die auf der gleichen Ebene des Lichtspektrums strahlen und sich dort wohlfühlen. Der Prozess der Wiedervereinigung beinhaltet die Wiedervereinigung der verschiedenen Facetten und Ebenen eurer Seelenfamilie, bestehend aus eurer irdischen Familie, eurer solaren, galaktischen und universellen Familie und den vielen Facetten eures Selbst, einschließlich eurer göttlichen Zwillingsflamme und schließlich der Ganzheit eurer Ich-Bin-Präsenz. Geliebte, wollt ihr nicht jetzt mit dem Prozess der Vergebung beginnen und euch bemühen, das Portal eures heiligen Herzens zu öffnen, damit diese wundersamen Geschenke auf euch herabregnen können? Ruft uns an und erlaubt uns, euch zu helfen. Denkt daran, wir sind nur einen Herzschlag und einen Gedanken entfernt. Wir umhüllen euch mit heiliger, bedingungsloser Liebe. Ich bin Erzengel Michael. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.